was überhaupt nichts bringt. Na gut. Tja, wie kriegen wir jetzt den Bus in Fahrt? Das war der Bus? Hier geht's nicht hoch. War das der Bus? Keine Ahnung. Hier ist auch nichts. Ja, nee. Doof. Ach nee, hier war der Truck. Warte mal, dann müssen wir mal vielleicht an den Bus hier gucken. Da drüben ist auch noch irgendwas. Hier geht's auch noch drin. Oder, na, das war ja, glaube ich, wo wir rausgekommen sind. Ah. Um den Bus komme ich auch nie hoch. Schade. Na, vielleicht doch da hoch. Ich guck's mir mal nochmal an. Das ist mir irgendwie ein bisschen sehr offensichtlich. Na, eher nicht, wa? Nee. Nee, 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 das ist es nicht. Dann gucken wir uns mal da auf die andere Seite an. Die andere Seite an. Oder können wir irgendwo ein Brett rausreißen? Bewege den Schrank, um über den Truck zu kommen? Aha. Okay, dann mal los. Ach, das ist ein Müllcontainer. Hier auch so ein bisschen questig, wa? Erstmal umdrehen die Kiste hier. So, jetzt schieben wir. Achtung! Geht mal noch ein bisschen aus dem Weg, Mädel. Könnte sonst. Okay. So. Klettert hoch! Hier irgendwelche Feinde. Man hier vielleicht noch an die Wände hoch? Nee, wa? Ja, hier lieber Assassin's Creed. So, runter. So, Uschi weiß wieder, wo es lang geht. Alles klar. Aha. Joel, hier drüben. Ja, Moment. Wir gehen durchs Gebäude. Ja, das lief ja toll letztes Mal. Ja, da, ne, was? Sorry, ich meine ja nur. Hallo? Hallo? Wo waren Sie am 1. April? So. Was? Ich höre nichts. Okay, Beeilung. Ja, dann zieh mal an. Sie kommen. Ich weiß. Ja, bei dem Krach, Alter. Das ist ja auch kein Wunder. Alter, lass los. Meine, so ein Krach da draußen. Du hast da was am Schuh. Schmackos. So. Wie viele Leute haben wir hier jetzt aufgescheucht? Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus. Ja. Und diese klugen Sprüche. Und Marlene glaubt, du bist immun? Ja, das ist ihre Meinung. Wie kam's zu dem Biss? Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ja,
Ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Das ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt. Bist du? Verstehe. War Marie bei dir, als das passierte? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Wie es ihr wohl geht? Ich sagte doch, alles wird gut. Natürlich. So, modifiziere deine Waffen an einer Werkbank mit gefundenen Teilen. So, so. Wie mag das? Ich bin mal gespannt. So. Dann mal los. Was? Wir wollen mal gucken hier. Was? Waffenhalter? Halfter? Langwaffe. Ach da. Halfter für eine zweite Pistole. Halfter für eine zweite Langwaffe. Da haben wir eh alles hier, Kind. Aha. Ermöglicht dir, die Waffe schneller nachzuladen. Ermöglicht dir, die Waffe schnell abzufeuern. Die Waffe fasst mehr Kugeln, bevor sie nachgeladen werden muss. Ermöglicht dir, schneller nachzuladen, abzufeuern. Ja, ja. Ja, mehr Magazin mal, oder? Wie viel haben wir dann? 15. Wie viel haben wir davon? Ja, mich würde mal... Ach, da oben steht ja. 93 Stück haben wir davon. Da können wir ja voll machen, wa? So. Aha. Schneller abzufeuern, schneller nachzuladen. Naja, abfeuern wäre ja günstiger, wa? Beziehungsweise können wir ja auch alles machen. So. Haben wir noch 43 Dinger. Also hier kann man ja kein Magazin mehr ranmachen, wa? Ist ja ein Revolver. Da wäre, glaube ich, Nachladen günstiger. Obwohl ich nicht glaube, dass ich diesen Revolver benutzen werde. Und hiervon brauchen wir eine Zange und einen und 75 Dinger. Soll reichen, denke ich. So geht es doch. Ja, doch, war richtig. So. Nachladen. 20 Schuss. 20 Schuss ist schick. Gut, jetzt haben wir hier auch so ein bisschen das Crafting gesehen. Also, beziehungsweise das Modifizieren der Waffen. So, jetzt hätte ich gerne mein optisches Kabel aus Splinter Cell. Mein Club, das werden sie mir nehmen. Mahlzeit. Okay. Sieht aus hier wie das Büro. Ein Schuss, ey. Ein Schuss liegt hier rum. Halt, da ist eine Schublade. Da ist aber eine Stunde. Da ist eine Tür und da ist eine Tür. Ja. Scheinen aber keine Feinde da zu sein. Ich nehme erstmal die. Guten Tag. So, da können wir wieder ein Messer hinbauen. Da hinten ist noch irgendwas, noch eine Schublade. Da ist nichts drin. Und hier ist noch eine Tür. Scheint aber keine Klick-Klack oder da zu sein. So, und das dürfte die Tür sein. Ja, genau. Da ist alles verrammelt. Okay. Oh, eine schöne Vase steht hier. Können wir die mitnehmen? Können wir die kaputt machen? Nee. Was? Machen hier nicht so eine Geräusche, Mädel. Ist ja furchtbar. So, da müssen wir sicherlich hoch, wa? Hallo? Oh. Sorry, das war ich. Na schön. Sorry. Komm, bleib da bei mir. Oh, hast du kaputt gemacht.
So, können wir denn hier überhaupt hoch? Ist ja noch die ganz andere Frage. So, wir kommen hier hoch. Und hier sind bestimmt auch nicht. Das wäre merkwürdig. Viel zu ruhig. Ja, nun komm hier. Lass mich mal durch. Geh trotzdem mal da drüben gucken. Bestimmt voll. Ich habe leider jetzt gerade noch nicht rausgefunden, warum ich den Controller immer so kippen muss. Aha, was haben wir denn da? Ach so eine olle Marke. Hm. Firefly-Anhänger, ja. Ja, möchte ich mir gerne angucken mit Select. Okay. Kann ich wahrscheinlich nicht nehmen, wenn ich hier in so einer seitlichen Position bin. Jetzt kann ich es machen. Gut. Artefakt. Firefly-Anhänger. David, na den hatten wir ja schon. Michael Kipper. Okay. Trainingsbücher? Haben wir noch keine. Militärtestliste. Haben wir alles. Gut. Okay. Dann mal ganz langsam hier wieder weiter. Oh, die geht schon da ganz gemütlich davor. So, ein altes Museum, ja, das schwante mir auch so. Nee, geh erstmal nicht darin. Geh erstmal hier gucken. Aha, ja, ja. Halt. Mensch. War? Mitnehmen, Waffe modifizieren und der näht ab. Aber ist wahrscheinlich nicht machbar. Gut, also ist ja auch recht eindeutig, wo wir jetzt hier hin müssen. Trotzdem gucke ich nochmal hier, ob irgendwas rumrennt. Nee. Hier ist ein Balken. Ich glaube, hier bräuchte mal Hilfe. Okay, aufpassen, schnell. Ich lebe! Ich werde außen rum gehen! Tess! Renn! Scheiße! Ich werde außen rum gehen. Naja. So. Was sagt denn unser Messervorrat eigentlich so? Ein Messer haben wir noch. Und der Kollege kommt hier schon. Oder die Kollegin, die da ausschaut. Tess. Okay, das ist ein Runner. Ist doch auch ein Klicker, wa? Muss man, glaube ich, ein bisschen sparsamer sein. Sonst haben wir bald keine Messer mehr. Jetzt haben wir kein Messer mehr. Schön. Wo ist denn der hin? Scheiße. Da hinten rennt auch noch irgendwas rum. Na klasse, keine Messer. Was machen wir jetzt? Kann ich hier nicht die Ballerei anfangen? Also können schon, aber... Hä? Mm.
findet. Die fällt mir ja nicht. Okay, gibt's auch nichts irgendwo rumzuhängen, einzusammeln. Die Frage ist natürlich, hier ist einer und ist das der, der hier auf dem Gang war? Oder ist hier noch einer? Ist das bloß noch einer? Ah, nee, da hinten rennt auch noch was rum. Hier ist irgendwas, ach, das ist die komische Tür. Ja, toll. Wie soll ich das machen ohne Messer? Also, sie könnten natürlich noch einen Knüppel aus dem Sack holen, aber. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Doof. Ja, da rennen zwei Klicker rum. Scheiße. Haben wir jetzt echt kein Messer mehr? Das ist doch kacke. Und mit einem Molly wollte ich nicht unbedingt. Ich glaube, ich speichere erstmal ab. Das ist ja lustig. So. Okay, da war ja kein Dingens haben, müssen wir den Knüppel aus dem Sack holen. Aber wir haben, glaube ich, gar nicht, wa? Doch, eine Brechstange haben wir. Ich überlege bloß gerade, wie ich die rauskriege. Hoho, eure Jo. Kann man ja mal probieren, wa? Ich meine. Interessant wäre natürlich auch noch zu wissen, wie viele hier rumrennen. Hier noch irgendwas in irgendwelchen Schubladen. Zwei Stück. Okay. Let's try it. So. Das hat den anderen anscheinend ja nicht interessiert. Doch, der brennt. Brennen! Brennen, Schlampe, brennen! Ich probiere das jetzt einfach mal. Also hören tue ich nichts mehr. Ich glaube, das waren sie, wa? Ich brauche unbedingt ein Messer. Messer, Messer, Messer. Nee. Was ist das hier überhaupt? Eine Kutsche. Mhm. Ja, aber hier hebt das nicht, wahr? Das ist das Problem. Und die Messer, die scheinen sich auch recht schnell abzunutzen. Halt. Mal auf das Brett. Ebo ist der Flur. So, was ist da? Da gibt es bestimmt Vorräte. Aber ich guck trotzdem erstmal hinten lang. Obwohl hinten war noch eine Tür, ne? Ja. Hier irgendwelche Schränke oder ähnliches? Nee. Ja, dann können wir hier hingehen. Na, lieber nochmal checken, wa? Ich check jetzt lieber immer mehr. Und faile dafür immer weniger.
Und da sind die bestimmt hinter, wa? Oder? Was ist das hier überhaupt? Das sieht aus wie Kantine, wa? Oder irgendwie. So, hier gibt's erstmal irgendwas. Ah. Haufen leere Schubladen. So, gleich erstmal Messerchen herstellen. Reicht nicht. Molotow-Cocktail könnten wir herstellen. Na, erstmal noch nicht.